Mein Name ist Marco Matoschek von der Firma Bellet Software Tools. Ich bin bei uns im Hause unter anderem Trainer für ALM und RM-Werkzeuge und ich habe heute das Vergnügen, Sie durch den praktischen Teil dieses Webinars zu führen. Wir wollen uns heute ein paar Werkzeuge angucken und anschauen, wie man diese Werkzeuge OSLC miteinander verbinden kann. Und jetzt erstmal eine ganz kurze Vorstellung, um welche Werkzeuge es sich heute dreht. Da haben wir zuallererst einmal das Polarion. Das ist ein Werkzeug, was eigentlich einigermaßen bekannt ist im Software Engineering, schon relativ lange am Markt, ursprünglich gestartet als Werkzeug für Task- und Workflow-Management, also ähnlich wie ein Jira eigentlich damals, hat sich irgendwann weiterentwickelt in die Richtung Anforderungsmanagement. Man hat dann irgendwann Dokumente mit aufgenommen, also wirklich in den ganz alten Versionen von Polar, und da gab es nicht mal Dokumente, da hat man rein repository-zentrisch gearbeitet, alle Work-Items lagen einfach nur in einer großen Tabelle drin und konnten erfiltert werden, konnten schon verlinkt werden, aber es gab halt noch keine Dokumentenstrukturen. Als Polar dann gesagt hat, wir wollen halt auch das Anforderungsmanagement adressieren, hat man irgendwann Dokumente mit eingefügt. Dann hat sich das Ganze irgendwann noch weiterentwickelt, man hat dann Testmanagement mit aufgenommen in das Polarion. Und das war auch der Zeitpunkt, wo Polar dann gesagt hat, wir sind eigentlich ein ALM-Werkzeug, also ein Werkzeug für Application Lifecycle Management. Schlussendlich wurde Polar dann von Siemens aufgekauft und mit diesem Kauf von Siemens kam es dann zu der Teamcenter-Integration und diese Teamcenter-Integration, die basiert in der Technik auf OSLC. Also mit dieser Integration ist praktisch diese OSLC-Schnittstelle in das Polar eingeflossen. Ist auch schon ein paar Jahre her. Ich meine, das war in der Version 18R3, wo das Ganze passiert ist. Das Werkzeug, wenn wir uns heute genauer anschauen, dann natürlich das Jira von Atlassian. Was, denke ich mal, jeder kennt, ist ja eigentlich der Platzhirsch Ticketmanagement. Jeder Softwareentwickler kennt das Tool. Man kann es halt wunderbar verwenden, um ja, Tasks, Tickets, Bugs, alles, was sich irgendwie um To-Dos dreht, zu verwalten, Workflows hinterlegen, Prozesse ablegen. Das einzige Problem, was wir mit dem Jira haben, es gibt halt keinen OSLC-Connector, keine native Schnittstelle. Das ist der Grund, warum wir dafür ein Plugin geschrieben haben, das sogenannte OSLC Connect, was halt diese Funktionalität an das Jira anheftet. Und dann zu guter Letzt, dem zweiten Beispiel, was ich Ihnen mal zeigen werde, das ist dann etwas komplexer, da werden wir uns dann die IBM Jest Plattform genauer anschauen. Und bei IBM Jest, da sehen Sie in der Folie, da haben wir einmal um dieses Jest herum viele verschiedene Domänen, die da drauf basieren. Da haben wir zuerst mal eigentlich das wichtigste Tool auf der Jest-Plattform, das DOS Next Generation. Das ist halt der Nachfolger von dem alten klassischen DOS auf dieser Plattform. Dann haben wir auch etwas fürs Testmanagement, das Test Engineering Test Management. Das ist halt dafür da, um Tests zu spezifizieren, um Testruns durchzuführen. Wir haben so etwas wie ein Engineering Workflow Management, ist in der Funktionalität relativ gut vergleichbar mit dem Jira, sehr identisch. Und dann hätten wir noch den Model Manager. Wenn Sie also modellieren, dann hätten Sie die Möglichkeit, diese ganzen Domänen auch noch an Ihre Modelle anzubinden. Das sind so eigentlich die vier Pfeiler von einem IBM Jest. Wenn man jetzt ein Jest-Projekt startet, man muss nicht immer alles nehmen, man muss nicht alle Domänen mit einbinden. Also man könnte auch immer sagen, ich nehme jetzt ein reines DOS Next Projekt oder ich mache ein reines Testmanagement-Projekt. Das ist immer möglich. Wenn man alles nimmt, was die Jest-Plattform so bietet, dann spricht man eigentlich von so einem Lifecycle-Management-Project. Und dann kann man wirklich ja, das Projekt über alles drüber spannen. Diese unterschiedlichen Werkzeuge, die wir hier sehen, diese vier Stück, die kommunizieren intern auch immer über OSLC. Das heißt, IBM, die Jest-Plattform, die basiert eigentlich schon komplett auf OSLC. Also wo ein Jira ein Add-on benötigt, um halt OSLC-kompatibel zu sein, oder wo Polar in das im Nachhinein reingestrickt wurde, um für Teamcenter halt die Schnittstelle zu bieten. Bei IBM Jest war es von vornherein so, dass man gesagt hat, wir brauchen etwas, um zwischen den verschiedenen Domänen halt Links zu herstellen, und hat dann halt diesen OSLC-Standard ins Leben gerufen. Also dieser Standard basiert eigentlich auf IBM und ist dann im Nachhinein halt ein offener Standard geworden, den halt jetzt, ja, der halt von allen Interessenten weiterentwickelt werden kann. Gut, ja, was wir heute angucken wollen, sind zwei Beispiele. Das erste ist einmal Polarion Jira, das werde ich Ihnen gleich als erstes zeigen, wie da so eine Verbindung ausschaut. Und dann werden wir uns auch nochmal im zweiten Beispiel, wie gesagt, ein klein bisschen komplexer, um ein bisschen was zu erklären mit Streams und
Components und Change Sets, da werden wir uns dann um DOS Next und Jira kümmern. Gut. Zuallererst Kommunikation über OSLC. Das grundlegende Problem ist ja, wenn zwei Werkzeuge sich unterhalten, die müssen erstmal eine Sprache sprechen. Wenn wir zwei Personen hätten, die unterhalten sich, sind zwei Nationalitäten, da ist es noch relativ einfach, da könnte man einfach die Sprache des Gegenüber lernen, um miteinander zu kommunizieren. Funktioniert wunderbar. Aber was ist, wenn sich eine große Gruppe unterschiedlicher Nationalitäten unterhalten soll? Dann macht es Sinn an dieser Stelle, dass man sich auf eine gemeinsame Sprache einigt. In diesem Beispiel das Englisch. Also wir einigen uns auf eine Sprache, um zu kommunizieren. Alles andere würde den Aufwand einfach nur ins Unermessliche treiben. Und genauso sieht es eigentlich auch bei den Werkzeugen aus. Wenn wir uns mal die Metastrukturen anschauen von unserem ersten Beispiel. Damals auf der linken Seite unser Polarion. Erstmal das Gute, diese ganzen Werkzeuge, über denen wir uns jetzt unterhalten, sind eigentlich relativ identisch gestrickt. Man hat immer in allen Werkzeugen Container, diese Container haben Attribute und es gibt auch meist so eine Art Container-Klasse. Bei Polaren sind das beispielsweise die Work-Item-Typen, das sind meine Bauvorlagen für die Work-Items, die kann ich halt frei spezifizieren und diese Work-Items, die haben halt später Attribute und diese Work-Items kann ich verlinken. Das ist eigentlich so die Metastruktur, die wir in einem Polarion haben. Wenn wir uns auf der anderen Seite mal das Jira angucken, da gibt es halt diese Issue-Types. Diese Issue-Types sind praktisch wieder die Bauvorlagen für meine Issues. Auch die haben Attribute. Und auch dort habe ich halt meine Link-Beziehung, um das Ganze innerhalb von Jira zu verlinken. So, das Problem, was wir jetzt aber haben, wenn wir halt jetzt domänenübergreifend einen Link ziehen wollen, beispielsweise will ich von Jira aus jetzt ein Requirement in meinem Polarion ansprechen, dann weiß ich ja gar nicht von meinem Jira aus, wie schaut denn die Struktur überhaupt in meinem Polarion aus. Also die Kommunikation wird da auf einmal sehr schwer. Und das ist halt der Grund, warum es diesen OSLC-Standard gibt. Man kann sich das ein bisschen vorstellen für die, die sich vielleicht RECIF, die das RECIF kennen, also das Austauschformat für Anforderungen im Requirements Management. So ähnlich kann man sich eigentlich das OSLC vorstellen für diese ganzen Engineering-Domänen. Man hat also einen Standard, eine eigene Sprache, über die sich unterhalten wird. Und unser erstes Beispiel soll jetzt so ausschauen. Wir nehmen ein Jira, was halt für unser Task und Ticket Management verantwortlich ist. Darin wollen wir unsere Change Requests pflegen. Und unser Polarion, was wir jetzt hier auf der linken Seite sehen, das soll für unser Requirements Management verantwortlich sein. Also da habe ich so die linke Seite des V-Modells drin mit verschiedenen Abstraktionsebenen. Aber die wollen uns jetzt gar nicht interessieren heute. Wir kümmern uns nur um die oberste Ebene, um über das Lastenheft mit den Functional Requirements. Und wir wollen jetzt mal so ein Functional Requirement ändern und wollen dafür in Jira einen Change Request erstellen und den halt verlinken über so eine Tracks-Beziehung, über so eine OSLC-Beziehung. Und das will ich Ihnen jetzt mal in der Praxis zeigen, wie das genau ausschaut. So, dafür gehe ich jetzt mal aus dieser Präsentation raus und wechsle jetzt mal auf mein Browserfenster. Ich hoffe jetzt mal einfach, das hat funktioniert. Ja, sieht gut aus. Perfekt, danke Max. Gut, jetzt sehen wir hier ein Polarion. Ein paar von Ihnen werden das Werkzeug wahrscheinlich kennen. Für die, die es nicht kennen, ganz kurze Einführung. Wir landen jetzt hier auf einem Homescreen von dem Polarion. Das kann man jetzt selber frei gestalten, kann das Ganze hier so ein bisschen erklären. Das ist eigentlich wie so eine Art Wiki-Seite. Der eigentliche Inhalt von dem Polarion dreht sich hier unter diesen beiden Punkten hier, unter dem Punkt Work Items und unter Documents and Pages. Das Ganze ist im Polarion so ein Stück weit redundant. Ich habe jetzt hier diese ganzen Work-Item-Typen aufgelistet. Wenn ich jetzt hier beispielsweise auf Functional Requirements klicke, dann kriege ich jetzt eine Liste von meinen ganzen Anforderungen. Und das ist alles das, was in meinem Lastenheft drin steht. Die gleichen Work-Items, die finde ich auch nochmal eingebettet in ein Dokument. Und das habe ich hier oben in diesem Bereich unter 10 Lastenhefte. Da habe ich jetzt hier mein Lastenheft-Dokument. Da ist noch ein Filter aktiv, den machen wir mal aus. Und da haben wir jetzt diese ganzen Anforderungen nochmal in einem Dokument eingebettet. Und wo ich die jetzt editiere in den Polaren, ist eigentlich total egal. Ich kann die jetzt hier an dieser Stelle editieren oder ich kann das Ganze auch in diesem anderen Bereich machen, den ich Ihnen eben gezeigt habe. Gut, so, in diesem Dokument haben wir jetzt eine Anforderung, die Einhandbedienung. Und da hat sich jetzt beispielsweise herausgestellt in dem Betrieb, der Akkuschrauber, der hat ein ziemlich hohes Drehmoment. Wenn ich da jetzt auf Widerstand stoße, dann laufe ich einfach Gefahr, dass der Benutzer sich mit dem Akkuschrauber mitdreht. Das hat nicht funktioniert mit der Einhandbedienung. Wir brauchen irgendwie einen zweiten Griff. Also das wäre jetzt praktisch der Change Request, den wir benötigen. Und diesen Change Request, den könnte ich jetzt natürlich direkt im Polarion anlegen. Aber wir wollen das ja jetzt mal mit einem anderen Werkzeug mal machen, mit dem Jira. Dafür gehen wir jetzt mal rüber auf die Jira-Seite.
gehen in meinen zweiten Tab. Und da haben wir jetzt ein jungfräuliches Jira-Projekt. Und diese beiden Projekte, die wissen jetzt noch überhaupt nichts voneinander. Also ich werde Ihnen das jetzt mal wirklich nicht nur aus der Anwenderebene zeigen, wie es funktioniert, sondern ich werde Ihnen wirklich mal zeigen, wie man das konfiguriert. Also was wirklich nötig ist, damit die beiden miteinander sprechen. Gleich, wenn wir dann in die Jest-Plattform reingehen, da haben wir das schon so ein bisschen vorkonfiguriert, da wird nicht ganz so viel notwendig sein. Aber einfach mal für Sie ist es, glaube ich, ganz interessant auch zu wissen, was ist überhaupt nötig, damit die beiden Werkzeuge wirklich vernünftig miteinander sprechen können. Gut, das allererste, was wir machen müssen, wir müssen die beiden Werkzeuge miteinander bekannt machen. Das ist im Hintergrund schon passiert. Ne? Also die beiden Server, die kennen sich. Das ist im Endeffekt auch nichts Großes. Die beiden Server müssen sich halt über HTTPS unterhalten können. Und das war es eigentlich. Man tauscht Schlüssel aus, das war es, was der Max vorhin erklärt hat, und dann ist das erstmal durch. Der nächste Schritt ist dann die sogenannten Project Associations. Also ich muss jetzt Projekte miteinander verknüpfen auf der Serverebene. Das muss ich sowohl, oder ich muss es nicht, aber es macht Sinn, wenn ich halt bidirektional kommunizieren will, auf beiden Seiten machen. Gut, wir machen das zuerst mal hier in meinem Jira. Da gehe ich mal hier in die Project Settings. Und dann gehe ich hier auf die Project Associations. Und jetzt sieht man hier, ne, da ist mein DOS Next aus dem Beispiel, was wir gleich haben werden, ist da schon verknüpft. Jetzt gehen wir mal auf Add Association und jetzt wähle ich hier meinen Server aus. Das sehen Sie auch schon im Hintergrund. Das ist unser Demo-Server, der ist mit ganz vielen weiteren Servern verbunden über OSLC. Da wähle ich jetzt unsere Polaris 21 Instanz aus und jetzt guckt danach, was gibt es da für Projekte. Moment, das kommt jetzt noch nicht. Genau, jetzt wähle ich hier mein Requirements Change Management aus. Jetzt kommen die Projekte. So, und dann nehmen wir unser Akkuschrauberprojekt. Packen das dazu. Und jetzt haben wir auf der Seite schon mal alles erledigt. Jetzt gehen wir rüber in das Polarion. Da tauchen wir auch einmal die Administration ab. Ich mache das mal mit einem zweiten Tab, weil wir gleich öfters mal hin und her wechseln werden. Da muss ich hier nicht so oft zwischen Tab 1 und 2 hin und her zwischen Navigation und zwischen Administration und Frontend hin und her navigieren. Jetzt haben wir es. So, da gehen wir in der Administration von Polarion unter das Link Data. Und genau hier spielt sich eigentlich die ganze Konfiguration von OSLC im Polarion ab. So, und das Erste, was wir benötigen, ist die Link Data Association. Also hier mache ich jetzt genau das Gleiche wie eben auf der Jira-Seite. Ich mache dieses Projekt mit dem Jira Detroit bekannt. Und da gibt es auch ein Akkuschrauberprojekt. So, da kommt was. Da haben wir ihn. Und dann fügen wir den hinzu. Und jetzt haben wir die beiden miteinander bekannt gemacht. So, jetzt versuche ich mal auf der Jira-Seite meinen Task anzulegen. Ich gehe mal wieder zurück zu den Issues und sage mal hier, ich erstelle ein Requirement Change Request. Und da könnten wir jetzt mal sagen, Zweihand Bedienung. Und hier geben wir noch ein bisschen was rein, beispielsweise das hohe Drehmoment. Des Akkuschraubers kann dazu führen, dass sich der Benutzer eine Verletzung des Handgelenks zuzieht. So, da ist noch ein Typo drin. Fertig. Gut, an dieser Stelle mache ich jetzt noch etwas. Ich wähle jetzt hier noch ein Milestone aus. Genau das gleiche. Ah, das passt. Warum ich das mache, das hat etwas mit der Jest-Plattform zu tun. Das werde ich Ihnen später noch erklären. Das hat jetzt hier eigentlich im Polarion, hat es keine große Auswirkung. Mein Jira wird aber sonst meckern. Wie gesagt, warum ich das mache, da kommen wir gleich noch drauf. Gut, also ich erstelle jetzt hier erstmal ganz normal ein Ticket in meinem Jira und jetzt gehen wir auch gleich in dieses Ticket und jetzt versuchen wir das mal zu verlinken mit dem Polarion. Na, dafür gehe ich jetzt hier auf meinen More-Link, wähle diese Collaboration-Links aus und jetzt sieht man hier oben schon auf der rechten Seite, na, dass er hier das Ganze nicht verlinken kann, weil er halt auf der Polarion-Seite jetzt Probleme hat. Na, ich versuche jetzt eine Tracks-Beziehung zu machen. Das OSLC sagt jetzt, liebes Polarion, ich möchte gern zu einem Requirement verlinken, aber auf Polarion-Seite fehlt uns das Mapping.
Also, so kommen wir noch nicht weiter. Wir müssen uns erst auf der Polarion-Seite ein wenig um den administrativen Part kümmern. Gut, dazu gucken wir uns erstmal an, wie schaut die Struktur in unserem Polarion aus, die Metastruktur. Wenn wir mal im Polarion in die Konfiguration reingehen, da haben wir einmal die Work-Item-Typen. Ja, und das ist hier ein Projekt, das ist wirklich von Scratch auf der grünen Wiese gebaut worden. Also da gab es jetzt keine Vorlage von Polarion, die hier genommen wurde. Das sind alles Custom-Types, die hier angelegt worden sind. Und da sieht man hier ein Requirement in der obersten Ebene. Das ist hier, hat die ID Functional Requirement. Ja, also das müssen wir uns merken, diese ID. Die brauchen wir gleich. Und was wir auch noch brauchen, ist eine Link-Beziehung. Die kann ich hier an dieser Stelle gleich anlegen, meine Polarion. Nämlich so eine Tracks-Beziehung an. Da sehe ich, die ist schon vorhanden. Wunderbar. Das ist die Beziehung, die wir auch gleich benötigen werden. Gut, mit den beiden gehe ich jetzt im Kopf raus und gehe wieder runter zu meiner OSLC-Konfiguration. Und jetzt gehen wir auf dieses Link-Data-Mapping. Und das ist ein Stück weit das Schöne im Polar. Und ich kann hier wirklich alles frei konfigurieren. Wir haben jetzt unsere OSLC-Metastruktur, die der OSLC-Standard vorsieht. Und wir haben halt auch die Metastruktur in dem Polarion-Projekt. Und die müssen wir jetzt halt miteinander verheiraten. So, und jetzt können wir hingehen und können erstmal sagen, ich nehme mir das Ding hier jetzt mal als Vorlage. Ich mache erstmal ein Mapping der Typen. Und da hätten wir als Requirement, als OSLC-Requirement, was der Stand halt vorsieht. Das heißt einfach Requirement. Und auf der Polarion-Seite hatten wir eben gesehen, das war das Functional Req. Das ist die ID für mein Requirement hier, für den Work-Item-Typ Functional Requirement. So, das brauchen wir. Und dann brauchen wir auch noch die Link-Beziehung. Und bei der Link-Beziehung, da schnappe ich mir auch mal wieder hier diese Zeile hier als Vorlage, packe die da rein und die heißt bei uns nicht Implements. Da haben wir eben gesehen, da haben wir eine Tracks-Beziehung. Und das wäre dann nicht Implements Requirements, das wäre das Tracks Requirement. So, und wenn wir das gemacht haben, dann sollten wir jetzt eigentlich schon verlinken dürfen. Das probieren wir jetzt mal aus. Jetzt gehen wir zurück zu unserem Jira und probieren das Ganze nochmal. Sagen hier Link, Collaboration Link und das sieht schon ein bisschen besser aus. Jetzt habe ich die Möglichkeit, ich kann jetzt entweder neue Elemente anlegen, also auch das erlaubt mir der OSLC-Standard, oder ich kann halt existierende Elemente hier auswählen. So, und das wollen wir jetzt auch machen. Gehen wir mal drauf und sagen hier Select Artifact. Und jetzt kriege ich hier eine große Liste. Also ein kleiner Unterschied zu dem DOS-Next Generation, was wir nachher sehen. Da habe ich dann in diesem Auswahlfenster die Möglichkeit, auch direkt in das Modul reinzugehen. Also hier kriege ich jetzt halt diese Listendarstellung von dem Polarion. So stellt sich halt Polarion dar über diese OSLC-Fenster. Bei dem DOS-Next Generation, wenn wir sehen, da wird uns wirklich das Dokument angezeigt. Das ist halt gerade, wenn ich mit vielen Anforderungen arbeite in Dokumenten, das ist natürlich ein Stück weit praktischer, als wenn ich jetzt hier einfach eine Liste kriege, wo meine ganzen Anforderungen einfach nach ID sortiert sind. Aber das ist ein Problem, was man bei Polarion leider öfters hat. Gut, so, das ist der Kandidat, den wählen wir aus. Und ich klicke drauf und das Ganze ist schon verlinkt. So, sehen wir hier Tracks Requirement, hier haben wir die Linkbeziehung. Wenn ich da jetzt drüber hover, genau wie eben, öffnet sich wieder so ein kleines Pop-up. Und das zeigt mir jetzt Informationen aus meinem Polarion. Das Schöne ist hier auch wieder, ich sehe jetzt hier wirklich die Informationen direkt aus meinem Polarion. Also hier wird jetzt nichts von A nach B geschoben, es werden keine Daten dupliziert. Es ist wirklich Single Source of Truth. Ich habe die Daten nur ein einziges Mal. Und das ist halt bei OSLC eine sehr charmante Sache. Gut, wenn ich hier draufklicke, navigiere ich auch sofort in mein Polarion rein. Ich bin jetzt im Hintergrund schon angemeldet, deswegen kommt jetzt kein Login-Screen. Und dann bin ich hier gleich in diesem Objekt, wohin ich mich verlinkt habe. Wenn wir jetzt mal ein bisschen tiefer scrollen, was wir jetzt hier sehen von der polaren Seite aus, hier kann ich jetzt in die andere Richtung gucken, ist Tracked By. Also hier sehe ich jetzt die Jira-Seite. Wenn ich da jetzt rüber hover, dann sollte sich hier gleich der Jira-Content aufmachen. Genau, ne, kann ich jetzt hier von meinem Polarion halt rüber gucken in das Jira. Diese Links löschen, das ist natürlich auch möglich. Also wenn ich jetzt hier mein Stiftchen aktiviere, dann kann ich jetzt hier auf das Minus klicken und dann wird der Link gelöscht und er wird auch auf beiden Seiten gelöscht. Das heißt, das OSLC, das geht auch in das andere Werkzeug rein und gibt dort auch das Kommando, diesen Link zu entfernen. Also man hat dann keine Leichen, wenn man jetzt auf einer Seite einen Link löscht. Da muss man sich keine Gedanken machen. Genauso ist es so, wenn ich jetzt beispielsweise so ein Ticket löschen würde, was verlinkt ist, können wir jetzt mal probieren.
dann wird jetzt mein Jira auch meckern. Wenn ich jetzt sage Delete, dann sagt es, nee, kann ich nicht. Ne, du hast da so einen Collaboration-Link, du kannst es nicht einfach löschen. Ne, auch das birgt wieder Gefahr, dass auf der Gegenseite halt so ein Link-Stummel ins Nirvana übrig bleibt. Ne, also auch da müssen wir uns keine Gedanken machen. Gut, nochmal zurück zum Polarion. Das bringen wir nochmal rüber. So, in dem Polarion, das ganze Polarion kann man noch so ein kleines Stückchen aufbauen. Was ich jetzt hier sehe, in dieser Tabelle, ist ja noch recht moderat. Ich sehe halt nur, welchen Issue ich jetzt verlinkt habe. Ich sehe halt angerissen hier den Titel. Ich sehe die ID von dem Ding und in welchem Projekt es liegt. Aber ich habe nicht mehr Informationen. Ich sehe beispielsweise keinen Status von dem Jira-Ticket. Ich sehe jetzt nicht, wer ist denn hier der Assignee. Ich sehe nicht, wann wurde es created. Sowas kann man im Polarion aber auch noch einstellen. Und das wollte ich Ihnen auch nochmal zeigen, wie das funktioniert. Dafür gehen wir nochmal in unsere Administration. Und das ist das, was wir eben gemacht haben. Wir hatten hier dieses Mapping ausgeführt. Und jetzt können wir einmal in die Form Configuration reingehen von unserem Polarion. Und jetzt gehe ich mal hier in dieses Form Layout rein. Da erstellen wir mal ein neues. Und das machen wir mal für unsere funktionale Anforderung. So, und was wir hier sehen, ist praktisch die Konfiguration, wie die sich diese Work-Items in Polarion darstellen, in dieser Detailansicht. So, und da gibt es von der Firma Siemens eine kleine Extension, die will ich jetzt hier mal einbauen in dieses Form-Layout. Ich will Ihnen das mal zeigen, das mache ich hier mal unter diese Linked-Work-Items, da packe ich die mal hin. So, die schafft mir noch so ein bisschen, bringt mir noch ein paar mehr Informationen rein. Das speichern wir mal ab. So, und was diese Extension genau anzeigt, das kann ich jetzt auch wieder konfigurieren. Dafür gehe ich jetzt hier an die Stelle Link Data Appearance und hier tausche ich diesen Block auch mal aus gegen etwas Vorbereitetes, speichere das Ganze ab und dann gucken wir mal, wie das an der Oberfläche ausschaut. Gehen wir mal wieder auf das Work-Item, was wir verlinkt haben, die Einhandbedienung. Hier sieht man übrigens auch diese Link-Beziehung zu diesem Jira-Ticket. Ne? Die wird auch hier oben dargestellt, in diesem Header. So, wenn wir jetzt aber mal runterscrollen, dann sehen wir halt diese kleine Extension, die ich jetzt gerade reingebaut habe. Und die zeigt uns jetzt halt noch ein paar mehr Informationen. Und diese Tabelle, die wir jetzt hier haben, die kann ich jetzt halt nach eigenem Belieben aufbohren. Ne? Also je nachdem, was mich interessiert. Auf der anderen Seite könnte ich jetzt sagen, beispielsweise, ich hätte noch gern ein Created. Ich sehe jetzt hier eine Assignee, der ist nicht ausgeführt, aber ich sehe schon sowas wie Priorität, den Status, die ID. Und wenn ich jetzt halt noch mehr sehen will, gehen wir nochmal zurück und basteln hier noch eine weitere Zeile ein. Und die nennen wir dann mal Created. Und jetzt muss ich natürlich wissen, wie das Attribut auf der anderen Seite heißt. Dafür gucke ich mal gerade in meine Liste. Da haben wir das Created Date und das schmeißen wir mal hier rein, speichern das ab, gehen wieder hier auf diesen Punkt und jetzt machen wir hier mal ein Reload und dann sehen wir hier auch dieses Attribut aus Jira in Polarion dargestellt. Und wie gesagt, das Schöne ist, es ist wirklich alles jetzt hier in Echtzeit. Also wenn ich jetzt hier rübergehe und ich ändere beispielsweise die Priorität, die jetzt hier noch auf Medium steht und die packen wir jetzt hier mal an und setzen die auf High. So, und jetzt gehen wir jetzt zurück in das Polarion und ich mache jetzt hier einmal ein Reload. Dann sehen wir immer noch, dass es auf Medium steht. Das ist skurril. Da haben wir High. Dann machen wir mal ein Komplett-Reload. Es steht immer noch auf Medium. Okay. Das ist auf jeden Fall die Priorität. Da scheint an dieser Stelle irgendwas schiefgegangen zu sein. Hier hovern wir mal drüber und gucken mal da, ob die Priorität dort stimmt. Da steht sie auf High. Ja. Gut, an der Stelle müssen wir wahrscheinlich mal schauen, was schiefgegangen ist. Normalerweise sollte das eigentlich funktionieren. Gut. Sei es drum.
Auf jeden Fall, diese Tabelle kann man halt nach eigenem Gutdünken konfigurieren. Gut, genauso von der polaren Seite aus, da kann ich halt auch Tickets anlegen in meinem Jira. Ich habe es jetzt ja eben umgedreht gezeigt. Ich habe von einem Jira aus in Polarion jetzt etwas angelegt. Aber auch von hier aus geht das. Also ich könnte jetzt auch hier an dieser Stelle sagen, ist tracked by, klicke hier auf meinen OSLC-Button und sehe jetzt hier als Location mein Jira mit dem Akkuschrauberprojekt und könnte jetzt hier auch sagen, ich möchte ein neues Item erstellen oder ich möchte halt ein existierendes Item auswählen. Und wenn ich jetzt hier auf Create New gehe, dann sieht man jetzt hier halt, und dann kommt jetzt hier wieder meine Jira-Eingabeaufforderung, genauso als würde ich jetzt direkt nativ in Jira irgendwelche Tickets einlegen. Und so kann ich halt die beiden Welten, Jira und Polarion, miteinander verbinden.